Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Meet the Country Life 2. Jo, zusammen mit dem Heribert, der ist gerade unterwegs am Groban. Wahrscheinlich wird er jetzt fertig sein und ich warte jetzt noch immer auf den Herrn Anton Müller, aber ich weiß nicht, wo der ist schon wieder. Das ist so ein kurzen, er sagt, er kommt und dann steht er 3 Stunden irgendwo durch die Gegend. Ich höre da irgendwo was. Ja, da kommt irgendwas. Ah, da kommt er ja, der Herr Müller. Der Ludwig so. Servus. Gute. Schon fertig? Ja. Und ist der Herr Müller schon da? Na, der war nicht da noch. Kommt mir fast so vor, als hätte er gar keine Lust hier zu kommen. Aber alles sauber, ja, oder? Jo. Haben wir den eigentlich schon das Geld ausgezahlt? Nein, machen wir erst, sobald alles da ist. 1000 pro 1000 Liter haben wir gesagt, gell? Ja, der hat schon 3 Lieferungen, gleich sollte ja die 4. kommen. Ich schau mal kurz GPS. Nix. Ich würde sagen, wir müssten mal die Seemaschine reinigen, aber es wird ja gar keinen Sinn machen. Wir müssen ja gleich weitersehen. Ja. Bei der BGA ist nichts mehr drinnen. Das passt. Was ist eigentlich da mit dem Haufen da? Achso, das ist erst 54% gegärt. Ja, was machen wir jetzt dabei? Ja, das ist halt tatsächlich eine gute Frage. Also hier haben wir jetzt Hafer. Ich würde sagen, auf dem anderen Feld, ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir jetzt da Raps ansehen, oder? Ja, können wir machen. Ja. Ich würde sagen, eigentlich würde ich ja, wenn wir jetzt nicht die ganze Zeit warten würden, sagen, ich fahre noch mal düngen eine Runde. Aber ja, bei dem müssen wir zuerst auffüllen, weil der ist leer. Ah. Haben wir keinen Dünger mehr hier? Na, da ist nur mehr Saatgut, glaube ich. Ne, wir haben nur noch Kalk. Kalk und Schweinefutter. Ja, wofür haben wir eigentlich so eine Flüssigspritze? Keine Ahnung. Haben wir bisher eigentlich auch noch kaum genutzt, oder? Da ist, na, ja, einmal. Irgendwo habe ich gesehen, ist schon wieder Unkraut. Verschwindet sei hier Vögel. Das Unkrautmittel hatten wir damit, ja. Gehabt. Die Vögel fressen schon wieder das ganze Dings aus. Das ganze Saatgut. Ja, wo ist er jetzt? Hier ist noch eine Packung Herbizide, glaube ich. Nee, Dünger ist das. Ja. Bisschen warten, ne? Warten oder weitermachen? Ich würde sagen, weitermachen. Also, das ist ja. Toli. Dünger holen oder beim Herrn Dünger holen beim Herrn Assinger? Ja. Ja, machen wir ruhig. Ich gehe schon wieder zu meinem speziellen Freund. Weil das ist nicht ganz mein spezieller Freund. Wenn du willst, kannst du auch den MF nehmen. Nee, falsch. Aber ich muss zuerst das sauber machen da. Ja, dann habe ich ja die Ehre hier zu warten, ne? Ja. Ja, ich kann eh nicht vorher düngen, wenn du nicht vorher angesetzt hast. Ja, dann fahren sie, dann mache ich das da. Gut, dann hole ich ein bisschen Saatgut. Dünger. Sagen Sie 329 Schlitter, du. Jo. Danke den Herrn Assinger. Ein schönen Gruß aus von mir. Gerne doch. Oh Gott, hallo. Hallo. Ja. Mensch, sorry, Sie behindern mich hier beim Fahren. Ich bin jetzt endgültig auf dem Weg, weil es hatte gerade auf dem Weg gab es eine kleine Zollsperre, weil er gedacht hat, er konnte mal einfach so eine kleine Sperre auf der Straße machen. Aber ich bin jetzt so gut wie auf dem Weg. Wird auch mal Zeit, du. Hey, Entschuldigung, ey. Stress mich nicht so. Kurze Frage, ist dein Praktikant gerade in deiner Nähe?
Ja, der sitzt, also steht hier direkt vorne und der wart schon die ganze Zeit hier. Ey, sag dem, aber nicht, dass ich seine Barbie-Puppe dem Dumme ausgeliehen habe. Aha, der sitzt nämlich gerade im Knast. Ich soll nicht sagen, dass du die Barbie-Puppe an den Dumme ausgeliehen hast. Halt du die Schnauze. Seine Lieblingspuppe, so, Junge. Was hat er jetzt gemacht? Jetzt. Ah, ich gebe mal den Herrn Müller, du. Hier, bitteschön. So, jetzt pass einmal auf, du Vogel. Ganz ehrlich. Wenn du jetzt kommst da auf den Hof, gell? Dann kannst du sicher sein, damit du nicht mehr ganz lebend von Hof kommst. Das sage ich dir. Was denn? Es tut mir leid, dass ich die Barbie-Puppe verliehen hab. Meine Güte, Domme braucht die, ey. Mm. Der braucht also, die wirklich. Also, wenn deine Mom noch da wäre, dann hätte ich was angestellt. Guten Tag. Oha. Können Sie vielleicht mal die Tür aufmachen? Gut, dass Sie da sind, ihr Faul. Ich möchte eine Anzeige erstatten. Tschüss. So, erst ein nach dem anderen hier. Machen Sie erst mal die... Ich sag's mal höflich aus. Die nette Tür auf, ja? Warte kurz. Wir im Live-Telefonat dabei wie bei der Kontrolle, oder was? Ja. Jo. Du bist still im Funk. Sie hören mich ja im Funk. Der nächste Patrick. Ist gespannt, was mal ich stilllegen könnte, Alter. Warum? Er will da kein Kennzeichen dran. Kennzeichen habe ich hier vorne leicht in die Ja, trotzdem, Fahrzeug es muss hinten müssen Kennzeichen sein. Traktor keins. Sagt das dem Händler, keinen. Den Ortshändler hier, der hat mir den Traktor ausgestellt. Der hat gesagt, das ist angemeldet. Herr Anton? Ja? Geben Sie mir mal den Führerschein. Ja. So, der gehört mir jetzt. Nein, aber... Wow. Kommen Sie wieder zurück. Wenn ich das nochmal sehe... Entschuldigung, ich war auf meiner Spur. Ich fliege plötzlich rüber. Da kriege ich Aggression, ja? Entschuldigung. Nächstes Mal gehört er mir, ja, wenn ich sowas sehe. Aber haben Sie aha, was habe ich da gerade gehört? Nein. Aha. Legen Sie mich an? Nein. Herr Chris. Ich lüge Sie nicht an. Ich habe nicht telefoniert bei der Fahrt. Ja. Nein. Ich habe gerade was eingestellt, damit der Kipper auch ordentlich kippt. Dann neben am Terminal. Ja, dann fährt man kurz einen Meter weiter zum nächsten Grünstreifen oder zu ihrem Grundstück. Auf die Wiese zum Beispiel hier. Ja. Dann hält man kurz an, macht den Blinker nach rechts und stellt es dann ein. Dann kann man ja weiterfahren. Herr Müller? Ja? Das mit Feld Nummer 2 geht doch klar. Okay, das freut mich, dann will ich nicht. Das passt für 4.500. Pro Woche, okay. Ja, das wird dann jetzt schon ausfallen. Ja, 4.500. Ich möchte aber trotzdem eine Anzeige erstatten. Mach ich. Kommen Sie. Haben Sie dann ins Gemeindegebäude. Ja. Kann ich den jetzt schnell hier machen? Welches Thema geht es ungefähr? Dann kann ich es auch. Beleidigung von Familienangehörigen. Du bist so eine Pussy, Alter, ganz ehrlich. Der will eine Anzeige gegen Beleidigung gegen von Mom Familienangehörigen. Gegen sein Mom will er Anzeige machen. Angehörigen! Halt auf wen? Gegen wen? Familienangehörigen! Achso. Ja, wer? Ich höre ja Brüllen. Gegen meine sehr geehrte heilige Mutter. Nein, wer hat das gesagt? Also, Junge. Herr Christoph Kleinert. Ja, okay, der ist ja uns schon öfters aufgefallen. Ja, ich würde den, glaube ich, mal für einen Tag in Hubs tun. Das ist immer noch... So, geben's mir mal das Telefon. Ich gebe nur einen Tipp. Hallo. Ja, okay. Dann hat sich das ja geklärt. Ja. Wenn ich das nochmal sehe, dann ist der Lappen weg. Ja. Das schwöre ich Ihnen. Schönen Tag noch. Jo, Ihnen auch. Meine Fresse.
Kurze Frage, Herr Müller, warum musste ich Ihnen da jetzt denn zuhören? Das war ein bisschen, naja, ne? Freut mich ja. Entschuldigung, ich konnte gar nicht den Funk-Channel wechseln. Ah, das tut mir jetzt echt leid. Ja, mir auch. Ja. Dann haben wir schon gehört, ich bin aber gleich bei Ihnen oben. Herrn Kleinert, der hat Ihnen noch gar nichts getan, du. Alles gut, das regelt sich schon. Waren Sie überhaupt dabei, wo er meine dementsprechende beleidigt hat? Nein. Doch. Ja, ist auch egal. Ich komme auf jeden Fall, jetzt bin ich gleich oben bei Ihnen. Sehr gut, tschüss. Jo, tschö. Das zeigen wir gleich vom Preis ab, Alter. Ein kleiner Ziehen machen das doch bestimmt mal ganz kurz hier, ne? Was denn? Hä? Herr Kleinert, hallo? Ja. Hallo. Hä? Ich glaube, es hieß ein Stummgeschalter. Brauchen Sie ein Hörgerät? Brauchen Sie ein Hörgerät? Oder warum hören Sie mich nicht? Ah, jetzt höre ich Sie doch auch endlich mal hier. Ah. So ruhig lauter reden, du. Trecker läuft noch hin. Ja, der Herr Müller ist ja hoffentlich gleich mit da. Ja, der soll leise sein. Der regt mich jetzt schon wieder auf. Wer ist denn der Justin? Du machst das ruhig, ne? Ich muss hier mal ganz kurz ein paar Finanzen mich drum kümmern. Ja, mach das. Wo ist denn der jetzt? Mann. So schnell hinter einen Ding zu verstecken. Ja, grüß Gott, Herr Anton. Ey, wollt ihr mich nicht verarschen? Das ist die zweite Grenzkontrolle, die ich hier kriege. Aussteigen! So, mein Freund. Wollen wir es hier vorne austragen oder was? Jetzt reicht's. Was erzählen Sie dem Polizisten? Ich habe alles mitgelauscht. Ja. So, ich bin fertig mit meinen Finanzen. Du. Was ist so, Herr Ludwig, kommen Sie her. Ich habe gar nichts. Oder haben Sie was gehört, Herr Müll? Ich habe Beweis. Das haben alle gehört. Ja. Und wir haben auch so, Beweis, dass aussteigen da. Danke, einsteigen. Sie haben ab sofort Hochverbot. Steig so wohl aus, ich sag's dir, also, Alter. Ja, jetzt kipp hier ab hier, wir haben keine Zeit. So, Sie haben Hochverbot ab jetzt. Steig aus, Junge. Aber abkippen dürfen sie noch. Steig aus. Also du hast ein bisschen viel Real Spin auf der Hinterachse, würde ich sagen. Ja. Junge, hast du mal die Karre angeguckt, die ich hier gekauft hab? Ja, cool, ja. Ja, guck mal den Berg auf, Alter, ich nass, Alter. Ja, guck mal deine Karre an, fahr du mal 30.000 Liter mit euren Hitchen. Ja, das schaffen wir ganz easy, du. Das will ich sehen. Ja. Nichts einfacher als das. So, aber bitte nicht den Zaun niederreißen, du, danke. Oh Gott, bitte fahr alle, aber vorsichtig. Ich kann mit der Maschine umgehen, Junge. Sigi. Ich hab anderes gehört, tatsächlich. Ich hab gehört, ja, ist so. Weg da. Ich hab gehört, bald ist der Lappen weg, wie sie fahren hier. Nein. Und so. Kennzeichen haben sie anscheinend auch nicht. Ist freiwillig. Gleich fahre ich mal an ihren Fahrzeugen vorbei. Dann wollen wir mal gucken, wie viele Fahrzeuge von ihnen Kennzeichen haben. Ja. Die sind alle abgemeldet. Ja! Auf Privat, Trick, ey. Auf Privatgrundstück kann man auch ohne Kennzeichen fahren. Aber ich habe gesehen, ihr nicht auf Privatgrundstück gefahren. Und ihr müsst ja über die Straße fahren, also. Wenn wir über die Straße fahren, dann kommt da Werkstättennummer Tafel drauf. Das ist ja geil, da musst du ja kurz überlegen, was er jetzt sagt. So, was ab? Schreib drauf, vierte oder fünfte Tour. Ja, die vierte war das übrigens. Wir wollen hier jetzt mal nicht lügen. Nö, ich weiß aber nicht, sie haben einen Zettel geschrieben. Ja, das ist die vierte Tour. 40
Wie finden Sie eigentlich meinen neuen Traktor? Der schaut nicht so schön aus. Ja, was? Also der Schwarz macht jetzt nicht so gerade toll. Lass uns mir. Schwarz sieht übel sexy Herr aus. Herr Müller, darf ich am Lein steigen, bitte? Schwarz wie Ihre Seele. Warte mal. Wer kommt denn da jetzt schon wieder? Übel sexy aus. Also jetzt fahren Sie mir noch fast in meinen MF oder was? Ich kann fahren, Mann. Ich muss vielleicht die Tür noch aufmachen. Bin ich mir nicht ganz so sicher. Guck mal rein. Ja, guck ich mal. Oh, scheiße. Ich finde, der sieht übel sexy aus, der Traktor. Ja, nicht einmal Beifahrer hat der, Alter. Was ist denn das? Kann man da nicht einmal einsteigen? Beifahrer, da kommt meine Meckes-Hüte und alles hin. Was willst du? Ja, da liegt wieder Unordnung. So kennt man doch den Herrn Müller. Ja, da muss ich meine Fahrzeugpapiere gerade hinlegen. Weil ja gewisse Leute mich abgelenkt haben. Die nicht existent sein, sagen wir mal so. Willst du mir sagen, oder was? Wie viel besser? Wenn ich das hier schon angucke, wir hätten den Düngestreuer hier gefahren. Das war natürlich nicht ich. Ja, der Praktikant, wie immer. Ey, der Echt? Junge erlaubt sich auch wirklich... Was hab ich jetzt wieder gemacht? Solange es hier nicht bumm macht, alles gut. Ich steig auch jetzt hier ein. Bisschen eng, das ist alles gut. Ja, hallo, können Sie mal raus hier bitte aus unserem MF, du? Und mach den Motor an. Also, das ist Frechheit. Aber ihr braucht die Kante, oder was? Ja. Aber so. Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal offene Meinung, wie finden den Sie? Ja, schon. Wie viel Bass hat der, Herr Kollege? Das ist jetzt die zweithöchste Ausstattung, der hat noch höher, der geht bis 275, ich hab 243 PS aktuell. Also 243, okay. Ja, das ist ja mehr als unsere haben. Ja. Ja, ja. Aber brauchen wir mittlerweile, weil wir mittlerweile die Maschinen da haben und hier halt den Anhänger und alles ziehen müssen. Und der MF ist auch nicht mehr der jüngste gewesen und den wollten wir halt gerne weg haben. Jo, ja, so. Finanziell läuft ja bei euch. Mhm. Ja, es geht. Jetzt nächsten Tag, wenn das Geld von der BGA ankommt, geht's für uns noch besser. Ja, ja, uns auch. Ja, glaube ich. Boah, Beleuchtung. Wir haben noch ein bisschen Kredit, ne? Wir auch. Ja, und dann leisten sie sich sowas. Das ist eine Frechheit. Natürlich. Wir zahlen hier ordentlich. Der Betrieb muss ja weitergehen. Aha, da ist auch keine Nummerntafel oben, also auch nicht zugelassen. Von dem her, viel Spaß mit der Polizei. Hier ist kein Nummernschild. Hier ist kein Nummernschild. Was willst du mir jetzt erzählen? Ich glaube, da unten. Hier vorne am Drescher ist auch kein Nummernschild. Uch, da unten wird schon auf sie gelauert. Ja. Ja. Ja, ja, aber die haben wir so, ja alle abmontiert hier als Privatgrundstück. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Schaut gerne beim Herrn Kollegen vorbei. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.